bärtige Männer lassen lieber ihre Kinder gelähmt und verkrüppelt sein, als sie ein Stückchen Würfelzucker des verachteten Feindes lutschen zu lassen. Aber verstehen Sie mich nicht falsch. Brüderchen AIDS war ja schließlich auch des Teufels Werk, nicht wahr? Oder wer sagte noch gleich? Als Strafe Gottes für die Homosexualität und andere Sünden? Meinen Freund, den Tod. Eigentlich bin ich sein Wegbegleiter, denn er ist schon vor mir da gewesen. Aber so, wie Sie ihn behandeln, ist er nicht. Er ist nicht nur das Ende, sondern immer auch ein Anfang. Ohne ihn gäbe es auch kein Leben, keine Geburt. Er ist der Antreiber des Kreislaufs des Lebens, dem eure Urvölker noch angehören. Aber eure, ach so zivilisierte Gesellschaft, hat sich rauskatapultiert. Und nun strauchelt und strampelt ihr und wisst nicht, wohin ihr gehört. Verehrtes Publikum, bitte stellen Sie sich hintereinander auf und schauen Sie sich einer nach dem anderen kurz die eiserne Lunge an. Es war die erste maschinelle Beatmung in der Menschheitsgeschichte. Na, nicht